Heute gibt es wieder das Projekt Tenpan. Ich zeige euch Produkte, die ich in den Fokus gerückt habe, die ich aufbrauchen möchte, denn wir können nicht immer nur dazu kaufen. Es muss auch mal was leer werden. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Willkommen im Project Tenpan. Wenn ihr mitzählt, merkt ihr sehr schnell, die hat 11 Produkte, also ich bescheiß ein bisschen. In diesem Videoformat möchte ich eben Produkte mir so ein bisschen in den Vordergrund rücken, damit ich einfach auch Dinge mal aufbrauche. Es hilft mir tatsächlich, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Und nicht immer nur kaufen, sondern eben auch aufbrauchen. Und ich versuche das so minimalistisch wie möglich bei mir zu handhaben, aber ich teste eben halt auch Produkte. Und wenn ich dann was annehme, dann muss ich mir auch hundertprozentig sicher sein, dass ich eben auch benutze. Wenn auch dann für andere Dinge. So jetzt auch für das gleiche zählt jetzt für das Hamamelis-Wasser. Früher habe ich das fürs Gesicht verwendet, heute verwende ich es für die Haare. Ich habe so ein Mittelding zwischen Locken heute und ich war für beides zu faul. Haarstyling ist immer nicht so meins. Also ich muss entweder meine Haare glätten mit der Rundbürste, dann sind sie ganz glatt. Oder ich muss mit Leinsamengel und Shishi, muss ich meine Locken rausarbeiten. Beides Arbeit, ne? Und heute hatte ich einfach auf beides keinen Bock und dann sieht das halt immer so aus. Aber wenn ich reaktivieren möchte, soll jetzt nicht heißen, dass ich mir Blütenwasser für die Haare kaufe. Muss nicht sein, absolut nicht. Ist nur ein Aufbrauchen. Das letzte Mal 187 Gramm. Jetzt 181 Gramm. Das gleiche zählt für das Rosenwasser, das hatte ich auch fürs Gesicht verwendet. Würde ich so halt auch nicht mehr machen. Und habe ich jetzt dann auch für die Haare verwendet. Riecht halt ganz gut. Mit 498 Gramm das letzte Mal und 451 Gramm dieses Mal hat dieses ganze Stück hier fehlt. Und sowas würde ich mir in der Form einfach nie wieder kaufen. Das nimmt mir auch so Platz weg. Also ich freue mich schon direkt, wenn die Flasche mal komplett leer ist. Ich glaube, dann habe ich so einen Freudentanz, weil das überfordert mich schon so ein bisschen, weil ich weiß nicht, für was ich es nutzen soll. Jetzt nutze ich es halt für die Haare, um die Haare wieder so ein bisschen feucht zu machen, um die Locken zu reaktivieren. Aber sonst hätte ich echt keine Ahnung. Trockenshampoo verwende ich in der Form nicht mehr. Ich verwende inzwischen Heilerde, weil die einfach viel besser funktioniert. Das habe ich jetzt immer mal wieder so einen Pony wieder reingemacht. Ist eine tolle Sache, wenn du irgendwie in Urlaub gehst, aber selbst da könntest du irgendwie so ein kleines bisschen Heilerde mitnehmen. Würde dir weniger Platz wegnehmen. Und das ist halt eben auch immer zusätzlich Müll. 175 Gramm das letzte Mal, 162 Gramm dieses Mal. Also ein bisschen habe ich es wieder benutzt. Jetzt kommt für mich ein Produkt, das finde ich echt schwierig. Also, das ist sehr gut. Jetzt nicht falsch verstehen. Das Ponyhütchen-Deo ist gigantisch gut, aber ich hatte das jetzt schon 2 Jahre. Und ich sollte das echt leer machen. Und das wird aber nicht leer. Das ist so wahnsinnig ergiebig. 82 Gramm das letzte Mal und 78 Gramm dieses Mal. Habe ich auch nur geschafft, weil ich 2-mal am Tag zum Teil zum Deo gegriffen habe. Das brauche ich persönlich nicht, weil schweißtechnisch brauche ich das einfach nicht. Schwitze nicht so viel. Bin ich auch froh drüber. Es gibt da eben auch andere, die so richtige Schweißflecken unter den Armen kriegen. Das habe ich nicht. Kriegt man mit so einem Deo auch nicht in den Griff. Na, also das muss man auch ganz klar sagen. Ich hoffe, ich kriege das noch leer, bevor es mir kippt. Das ist so das Ding. Jetzt haben wir ein wirklich schweres Produkt. Also da hatte ich erst überlegt, ob ich es mir echt auch wegtun soll. Das habe ich für ein Video getestet, habe aber festgestellt, ich komme da nicht so wirklich damit zurecht. Da ist Alkohol drin, das kracht. Also wenn du dich rasierst, das ist zum Beispiel bei dem Ponyhütchen gar nicht so. Wenn du dich rasierst und das dann hinterher drauf machst, dann brennt mal richtig, das brennt echt richtig heftig ab. Dann ist der Geruch halt einfach echt schwierig. Ja, also der ist wirklich, wirklich schwierig. Und gerade so mit dem Körpergeruch zusammen nimmt das halt echt eine komische Note an. Also das
finde es gut, dass Averde das versucht hat, aber das muss überarbeitet werden, das Produkt. Und das nehme ich immer als Deo-Topping. Ja, das ist natürlich jetzt als erstes dabei mit 59 Gramm. Ich habe ja die beiden anderen Deos, musste ich ja wegschmeißen, weil die mir einfach gekippt sind. Das war schade. Da ich recht viele Shampoos und feste Duschen teste, eben für den Kanal hier, nutze ich die zum Teil eben auch einfach zum Strümpfe waschen oder zum BHs waschen. Ist vielleicht ein guter Tipp für die Mädels da draußen, die das noch nicht machen, weil das ist recht schonend, zum Beispiel für die Spitze. Also kann ich echt empfehlen. 46 Gramm hatte das beim letzten Mal, jetzt hat es nur noch 32, also das hat ganz schön abgenommen. Und das kriege ich definitiv noch leer. Also da brauche ich meistens nicht lang, wenn ich das irgendwie zum Wäschewaschen so verwende. Da geht das rucki zucki, zum Beispiel die Masken. Mein Mundschutz, den tue ich dann auch immer waschen. Das funktioniert echt gut. Das ist ein Shampoo. Und dazu gab es auch ein Video. Fand es gar nicht schlecht, aber durch das, dass ich eben viel teste, kommt es halt nicht mehr zum Einsatz. Und davon suche ich halt schon, die vielen angebrochenen eben halt auch aufzubrauchen. Oh Gott, das Amla-Shampoo, das ist echt schwierig. Also das ist für mich zu reichhaltig. Also als ich früher noch blonde Haare hatte, da habe ich mein Haar mit Amla-Pulver bearbeitet. Das hat am besten funktioniert. Dann habe ich das Öl geholt, nicht so gut. Und das Produkt war bis jetzt das Schlechteste, kann man sagen. Aber wenn du wirklich so richtig blondiertes, chemisch behandeltes Haar hast, dann kann das wirklich ganz gut helfen. Also ist in meinem momentanen Zustand nicht unbedingt notwendig. Ich mache es halt immer so, ich wasche meine Haare einmal damit. Also so eine Grundwäsche. Und wenn ich mein medizinisches Shampoo verwenden muss, das trocknet halt ziemlich aus, dann wäscht es diese Pflegestoffe von dem Shampoo eh wieder raus. Ist für mich jetzt einfach auch nur noch ein Aufbrauchen. 103 Gramm beim letzten Mal, jetzt haben wir 97, ich habe es nicht so oft verwendet, gebe ich zu, aber so viel ist jetzt auch nicht mehr drin, also auch wenn das leer ist, mache ich eine kleine Party, gebe ich ehrlich zu. Bei der Sonnencreme neue Runde, das ist einfach eine neue, ne? Also muss ich ehrlich sein, ich habe eine neue im Auge, ich habe eine gefunden, die eben auch ohne Mikroplastik ist. Und die kostet halt 29 Euro und die möchte ich mir halt holen, wenn die leer ist. Und ich hoffe, ich kann die dann auch im Gesicht anwenden hier. Also die ist 50, SPF 50, die wo ich mir holen möchte, ist SPF 50 plus, bedeutet halt 50 und mehr. Und die hat halt mineralische Filter, weißelt ein bisschen. Ich mag die ganz gerne, aber die ist halt nicht perfekt. Das habe ich von vornherein ja auch gesagt. Jetzt versuche ich die halt eben noch leer zu machen. Kriege ich schon hin, ist kein Ding. Und dann verwende ich mal die ich da gesehen habe, weil die juckt mich schon so ein bisschen. Die kann ich mir natürlich erst holen, wenn die da leer ist. Weil du sollst halt so Kosmetikprodukte auch nicht ewig aufbehalten, ne? Aufbrauchen ist in der Hinsicht dann wirklich wichtig. Wir haben jetzt hier 123 Gramm, ein bisschen fehlt schon. Und die geht jetzt auch ein bisschen schneller leer, weil ich sie eben auch an den Armen, Dekolleté etc. verwende. Also hoffentlich geht sie ein bisschen schneller leer als die andere. Obwohl ich das Alterra Gesichtswasser jetzt auch schon länger nicht mehr verwendet habe, habe ich trotzdem 20 Gramm weniger. Also 83 Gramm beim letzten Mal, 63 sind es jetzt. Da ist echt auch nicht mehr viel drin. Und da bin ich, muss ich echt sagen, auch froh, wenn es leer ist. Weil sowas in der Form werde ich mir auch nie wieder kaufen, weil da ist so viel Alkohol drin. Das ist noch so ein Überbleibsel von vor meiner Umstellung. So lange habe ich das jetzt nämlich wieder hier stehen. Nee, also kann sowas echt nicht empfehlen. Anscheinend gibt es von Nisana eins, was relativ mild ist. Aber Gesichtswasser ist auch sowas, wenn du dein Gesicht richtig reinigst, dann brauchst du das auch nicht mehr. Ich habe auch vorher immer gedacht, ich brauche das, aber den Schritt, den spare ich mir jetzt einfach auch zukünftig. Ich habe momentan relativ viele Serien hier. Und ich muss erstmal das hier auf jeden Fall, das am längsten
aufbrauchen. Ich darf das, jetzt kommt die Schwierigkeit, aber nicht zu regelmäßig verwenden, weil es AHA und BHA ist. Und du sollst das halt nicht ständig und deine Haut reagiert dann über. Nichtsdestotrotz ist da nicht mehr viel drin. Und wir haben hier 67 Gramm. Dieses Produkt ist neu dazugekommen, also wir haben da keinen Referenzwert. Bin gespannt, so wie das dann nächsten Monat sein wird, ob ich da ein bisschen mehr dann aufgebraucht habe. Also es kommt schon immer so ein bisschen raus. So alle 2 Tage nehme ich das dann schon. Also so genau kann ich das auch nicht sagen. Ja, also ich bin auf die anderen Serien echt gespannt. Also 2 andere stehen in Schlange jetzt schon. Letztes Produkt ist das Squalan von Face Theory. Und wir haben hier 161 Gramm. Das ist ja für ein anderes Produkt dazugekommen. Vorher hatte ich ja keine Creme. Also abends nutze ich immer eine Creme. Tagsüber nutze ich ja immer die Sonnencreme. Und da habe ich das halt immer auch auf dem Gesicht aufgetragen. Inzwischen brauche ich das nicht mehr, weil ich habe eine Creme. Und die verwende ich jetzt inzwischen halt für den Körper. Kann man machen, ist kein Ding. Und ist auch echt angenehm, weil es nicht nachfettet. Wenn es morgens gerade schnell gehen muss, ist es eine richtig gute Sache. Und 161 Gramm haben wir. Ich denke, ich werde das aufbrauchen. Ich werde mir aber sowas auch wieder nachkaufen, weil das einfach so ein Allesprodukt ist. Auch du kannst es in die Haare ohne weiteres reinmachen. Und du kannst dich eben überall damit eincremen. Kannst du eigentlich mit allem machen, aber durch das, dass es halt nicht parfümiert ist, ist es im Gesicht halt eben auch gut aufgehoben. Wenn du mitgezählt hast, hast du gemerkt, es sind 11 Produkte gewesen, aber ja, wir bescheißen da jetzt. Sind ja 2 Deos, die zähle ich als 1. Ich habe vorher 3 Deos gehabt, wo mir leider 2 kaputt gegangen sind. Also ich weiß nicht, ob ich das leer kriegen werde, weil ich finde den Geruch schwierig, ich finde die Konsistenz von dem Produkt schwierig. Ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, ich kriege das Ponyhütchen-Deo leer, weil das halt schon so alt ist. Und du sollst halt so Produkte nicht so ewig aufbewahren. Wenn sich die Konsistenz von so einem Produkt ändert oder der Geruch ändert, nicht mehr auf der Haut auftragen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann gehört es nicht mehr auf die Haut, dann reagiert die Haut auch. Mir ist das einmal bei einem Kali-Produkt passiert und ich habe mich so gewundert, warum ich so eine schuppige Haut gekriegt habe. Genau davon. Also mit Vorsicht zu genießen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Den Daumen nach oben nicht vergessen, ich würde mich freuen. Und wenn wir uns in den Kommentaren wieder treffen, vielleicht hast du auch 10 Produkte, die du gerade aufbrauchst, berichte mir davon. Ich sage danke fürs Einschalten, gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!